Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo vom Beagle. Warum ein Infovideo? Einfach weil ich jetzt drei Themen gesammelt habe, wo ich mir sage, da möchte ich mal kurz ein bisschen was zu sagen, die mir auch wichtig sind. Erstes Thema Hogwarts Legacy und warum ich das Let's Play oder beziehungsweise wie stehe ich dazu, obwohl ich das Let's Play. Zweites Thema, was kommt denn im Laufe des Jahres so auf meinem Kanal? Also bis März kann oder April genau genommen kann ich euch bei den Releases definitiv sagen, was bei mir kommt. Und habe auch schon ein paar Spiele, die im Laufe des Jahres auch kommen sollen. Und da möchte ich einfach nur kurz ein bisschen einordnen, was da kommen mag. Und als letztes das Abo-Special. Mich hatte mal jemand gefragt bei 100 Leuten, jetzt bin ich mittlerweile bei 135. Danke dafür, ihr Lieben. Möchte ich ein Abo-Special machen? Ja, möchte ich, Leute. Ich habe nur einfach keine Idee. Aber gleich dazu mehr. Hogwarts Legacies. Warum? Nee, mache ich das als eigenständiges Thema. Weil das Spiel ja leider Gottes, dank der Autorin, Grüße gehen an J.K. Rowling raus und mein Hass an sie auch, das Spiel nicht ganz unproblematisch ist. Beziehungsweise nicht das Spiel an und für sich, aber das Franchise, in das das Spiel Nummer spielt, ist dank der Autorin nicht ganz unproblematisch. Ich habe tatsächlich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich es für mich spielen werde. Ich habe es vorbestellt. Ich habe mir aber sehr lange Gedanken darüber gemacht, ob ich es als Let's Play mache. Und habe mich schlussendlich dann doch dafür entschieden. Denn es gibt sicherlich Leute, die es boykottieren, aber doch gucken wollen von meinen 135 Leuten. Wenn nicht, dann okay. Wie gesagt, es ist jedem seine Entscheidung, ob er es spielen möchte oder nicht. Ich würde niemals jemanden dafür verurteilen oder gar ihm unterstellen, dass wenn er es spielt, er transfeindlich ist. Wie das ja teilweise doch geschieht auf Twitter. Es ist eh wieder so einer dieser Sachen. Ja, es ist wichtig, darüber zu reden, aber warum muss ich direkt solche harschen Behauptungen aufstellen? Genauso falsch finde ich übrigens die Leute, die dann sagen, ich kaufe mir extra drei Exemplare, um J.K. Rowling zu unterstützen. Das ist Blödsinn. So, zum einen, die Frau wird damit nicht mehr unterstützt mit den Einkäufen. Sie hat die Lizenz verkauft. Das heißt, die Gelder der Einnahmen gehen komplett an die Entwickler. Und an dieser Stelle so einen leichten Mikrodrop auch an die Entwickler. Die haben ja Transgender-Charaktere eingebaut, beziehungsweise man kann ein Transgender-Charakter sein in dem Spiel. Und dadurch hat sich J.K. Rowling sehr schnell von dem Spiel distanziert und fand es nicht mehr so geil. Sondern, ja, sie sagt bewusst, die Bücher gehören mir, die Filme gehören mir, was auch Blödsinn ist, nur die Bücher gehören ihr, die Filme sieht Warner Bros., glaube ich, ein bisschen anders, dass die ihr gehören. Und ansonsten ist sie damit raus. Ne? Mikrodrop an der Stelle an die Entwickler. Heißt aber für mich auch, wie gesagt, ich werde es spielen. Das heißt aber nicht, dass ich transfeindlich bin, in keinster Weise. Nur, ich liebe dieses Franchise. Obwohl ich mir bewusst bin, wie problematisch es ist. Ich gehe nicht damit. Ich weiß auch, dass es ein paar problematische Themen dort drin gibt. Ich möchte jetzt auch gar keine Diskussion darüber anfangen. Geht auf Twitter und diskutiert darüber, wie problematisch das Buch nun wirklich ist oder nicht ist. Dahingehend muss man dann aber sagen, gibt es viele Bücher, die sehr problematisch sind. Alleine Alice im Wunderland, nur so mal als kleiner. Nee, Alice im Wunderland ist nicht unproblematischer an der Stelle, auch wenn der Autor halt schon tot ist. J.K. Rowling wird irgendwann auch mal tot sein. Vielleicht kann dann wieder die heftige Hassbrille abgenommen werden, aber das wird halt noch dauern, weil die Frau ist noch recht jung, oder vergleichsweise jung. Aber bis dahin wird es halt immer ein sehr schwieriges Thema sein. Aber gut, sei es drum. An der Stelle, wie gesagt, ich werde es spielen. Ich verstehe jeden, der es spielen möchte, aber auch jeden, der es boykottieren möchte. Und ich bitte zu respektieren, dass ich hier eine Entscheidung getroffen habe. Ob die mir jetzt leicht oder schwer gefallen ist, ist meine Sache.
Sollte es dazu kommen, wovon ich jetzt aber nicht ausgehe, dass es dann unter meinen Let's Plays zu Beleidigungen kommt, also zu dem Hogwarts Legacy Let's Play zu Beleidigungen kommt und so, wird das kommentarlos von mir entfernt. Ihr dürft Kritik gerne üben. Da bin, sage ich immer, Kritik immer gerne, beleidigen no go. Das wird bei Hogwarts Legacy nicht anders sein. Und ich habe das Gefühl, dass das ein Spiel ist, wo bewusst Leute zu Let's Playern gehen und dort ihren Hate auslassen werden. Das wird kommen. Gehe ich stark von aus, doch. Und das nicht nur bei Let's Playern, sondern auch bei bei Streamern. Aber gut. Jetzt kommen wir zu dem leichteren Thema. Was kommt demnächst bei mir? Also, geplant ist in jedem Fall Dead Space. Das wird das neue 0-O-Projekt nach The Evil Within. Das wird leider, wird es da eine Lücke geben, weil The Evil Within vorher zu Ende ist, aber ich werde die Lücke jetzt nicht füllen. Es sind nur irgendwie 6 Tage oder so. Und dahingehend kommt dann um 0 Uhr, beziehungsweise freitags um 15 Uhr 2 Parts, jeweils eine halbe Stunde Dead Space, und montags geht es dann um 0 Uhr, Punkt 0 Uhr mit Dead Space weiter. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Dann wird es Hogwarts Legacy, wie gesagt, geben im Februar, am 10. und 10.2. müsste es soweit sein. Und im März Jedi Survivor direkt zu Release und Resident Evil direkt zu Release. Jeden Fall. In jedem Fall. Die sind gesetzt. Genauso wie das DLC zu Horizon Forbidden West. Kommen wir zu den Dingen, die geplant sind, die jetzt im Laufe des Jahres dann so kommen sollen, die aber schon älter sind, die Spiele. Arbeite mich mal so von hinten nach vorne durch, sodass ich morgens um 6 mit Resident Evil starte und dann abends aufhöre quasi. Resident Evil 2 und 3 kriegt ihr noch vor, also die Remakes kriegt ihr noch vor dem Remake von 4. Ihr werdet den Luxus haben, dass 3 komplett mit Doppelfolgen kommen werden, weil ich es sonst nicht untergebracht bekomme. 44 Parts, bis Teil 4 rauskommt, waren einfach zu wenig Parts für beide Spiele. Auch wenn Resident Evil 3 ja mega kurz ist. Nach Resident Evil 4 wird es dann 7 geben. Wie es dann weitergeht, soweit möchte ich nicht planen. Es wird auf jeden Fall auf Dauer, werden alle Resident Evils bei mir auf dem Kanal geben. Also auch das 1er HD Remake. Dann kommen wir zu dem 12-Uhr-Slot, Horizon Forbidden West. Das wird auch nicht ewig gehen. Wir neigen uns so langsam in Richtung, ich will nicht sagen Ende zu. Ich kann noch ein bisschen was an Nebenquests machen, die ich auch noch machen möchte. Aber wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir langsam Hephaestus festnageln können. Und ab da geht's wild Richtung Endgame hin. So, und danach wird es tatsächlich als Langzeit-Feelgood-Spiel bei mir The Witcher 3 geben. Das habe ich nämlich auch schon angetestet, ob ich da meinen Spaß dran habe. Und ja, ich habe da meinen Spaß dran. Deswegen wird es das als neues Langzeitprojekt geben. So, damit ich mich wirklich zu meinen Bedingungen darin austoben kann. Dass ich so lange brauche, wie ich möchte und. Eben die klassischen Sachen, wenn man ein Langzeitprojekt einfach laufen lässt. Dann haben wir God of War. Der Slot wird danach leer bleiben. Und als Puffer dienen sollte ich es mal brauchen, genauso wie der 15-Uhr-Slot ja ein Puffer-Slot ist. 16-Uhr-Slot wird dann mit jetzt erstmal The Order 1886 haben, dann Hogwarts Legacies. Und je nachdem, wie lange Hogwarts Legacies geht, wird es dann entweder Jedi Survivor haben oder wenn ich wirklich für Jedi Survivor einen meiner Puffer-Slots brauche, muss ich mal schauen. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar ältere Spiele, die dann kommen werden. Und an denen ich jetzt schon Freude habe, weil ich weiß, dass ich sie spielen werde. Dann der letzte 18-Uhr-Slot. Bayonetta wird jetzt bald Teil 2 starten. Und danach möchte ich das gerne erstmal als Hack and Slay Slot behalten. Das heißt, wir werden uns Devil May Cry angucken von Anfang an. Ich habe alle Devil May Cry hier. Ich glaube, dass diese Hack-and-Slay-Sachen sowieso nicht so beliebt sind. Bayonetta, die Zahlen sind auch immer eher so durchwachsen bis mäßig und manchmal hoch. Ich kann mir nicht erklären, warum es dann manchmal hoch ist und die meiste Zeit eher nicht. Aber ich glaube, dafür, dass ich die Spiele so oder so nochmal spielen möchte,
bietet sich das wirklich an, es einfach laufen zu lassen und ihr könnt entscheiden, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Ein Meister geht an mir sowieso nicht daran verloren. Also so gut bin ich in Hack and Slay nicht, dass ich da Combo Breakers raushaue. Was möchte ich denn noch so spielen, was es schon gibt am Markt? Easy. Dishonored in jedem Fall. Da warte ich schon eine ganze Weile drauf. Ich hatte sogar jetzt letztens überlegt, das als 16-Uhr-Projekt zu machen, bis mir aufgefallen ist, naja, aber dann weiß ich wieder nicht, wohin mit Hogwarts Legacies. Kommt aber definitiv noch dieses Jahr, genauso wie Stray dieses Jahr definitiv kommt. Letztes Jahr hatte ich nicht die Muße dazu, weil meine Bubble noch so klein war und ich weiß, dass viele aus meiner Bubble eben bei einer anderen Let's Playerin geguckt haben, so wie ich übrigens auch bei ihr Stray geguckt habe und dementsprechend auch nicht so die Muße hatte. Aber möchte das Spiel in jedem Fall noch spielen, weil es süß ist und Katzen gehen immer, das ist so. Auch geplant ist, ebenfalls durch diese Let's Playerin nahegebracht und drangeführt, weil mir der zweite Teil unglaublich gut gefallen hat, ist A Plague Tale, beide Teile. Ja, ich hatte mal ursprünglich in Horizon Zero Dawn gesagt, das wird es bei mir niemals geben. Vielleicht war niemals ein sehr harsches Wort. Ich sollte das Wort niemals nicht mehr in den Mund nehmen. Und ansonsten habe ich auch noch andere Spiele, gerade Marvel-Spiele zum Beispiel in der Hinterhand, wie Spider-Man Miles Morales, Guardians of the Galaxy, aber auch Ghost of Tsushima oder Deathloop, von den Machern von Dishonored übrigens. Da habe ich einiges. Ich habe auch ein paar neue Spiele mir gegönnt in der 3-für-2-Aktion bei Saturn. Unter anderem nämlich Steel Rising, das klang unglaublich interessant mit Roboter, Maschinen, Französische Revolution. Soll angeblich ein im Stil von From Software Spielen sein. Souls-like also, keine Ahnung. Temesia habe ich mir aber in dem Zuge auch gegönnt. Ich lasse mich überraschen. Wären aber auch so Sachen, die ich dann gerne als Projekt machen möchte. The Chant habe ich auch noch auf der Liste. Es ist immer ein sehr kurzes Spiel. Habe ich mir auch gegönnt in der 3-für-2-Aktion. Also ihr seht, daran mangelt es mir nicht. Und es gibt auch so noch genug Spiele. Wochenende. Noch ganz schnell das Wochenende. Retro-Gaming wird jetzt erstmal so laufen bleiben, wie es ist. Saw, dann um 15 Uhr Infamous Second Son, weil ich da unglaublich Bock drauf habe, weil das auch so ein Feel-Good-Spiel ist. Auch wenn es nicht so gut ist wie die ersten beiden Teile von Infamous. Und man leider auch einfach kein Vorwissen für Infamous Second Son braucht, außer dass es Conduits gibt. Und selbst die werden erklärt. Und dann Infamous 2 plus das DLC danach. Ich gehe davon aus, dass ich um 6 Uhr morgens danach Saw auf ein Silent Hill Spiel umschwenken werde. Vermutlich dann Downpour. Nicht Downpour, Homecoming. Ich habe nur die beiden, Homecoming und Downpour. Mal gucken. Ich habe noch sehr viele andere PlayStation 3 Spiele, wie unter anderem Heavenly Sword, Venetica, wo man den Tochter des Todes spielt und andere. Womit ich mich im Moment noch schwer tue, sind die alten God of War Teile. Das pausiert ja immer noch. Es ist nicht abgebrochen, es pausiert genauso wie Folklore. Ich habe die Stelle aber immer noch nicht geschafft. Und ich habe auch lange schon nicht mehr die Muße, das zu probieren. Ich habe es eine Zeit lang mal jedes Wochenende probiert, ist nicht geschafft und irgendwann habe ich dann aufgegeben. Vielleicht setze ich mich da nochmal hin bei Zeiten. Ich weiß es nicht. Es ist auch super schade und es tut mir auch leid, dass es im Moment echt so pausiert und ich nicht sagen kann, wann es weitergeht. Es tut mir wahnsinnig leid, weil ich möchte die Story von God of War eigentlich auch genießen. Von den ersten. Okay. Das dazu. Ich glaube, ich habe euch dahingehend einen guten kleinen Überblick gegeben. Jetzt noch schnell die Abo-Spezial, weil wir sind schon wieder bei 15 Minuten und zu lang soll so ein Infovideo auch nicht werden. Ich möchte eins machen, hatte ich ja gesagt. Ich war aber ein bisschen sehr ideenlos. Ich hatte erst überlegt, was mit Zuckermaus zu machen, aber Zuckermaus kann nichts Besonderes außer ihre Grundkommandos und mehr möchte ich von einem Hund auch gar nicht, dass er das kann. So Sitz, Platz, Bleib und generell hören wäre gut für einen Hund. Aber alles andere wie Pfötchen geben, im Kreis drehen, toter Hund spielen und was man da nicht alles mit seinem Hund machen kann. Gibt es bestimmt seine Berechtigung, warum ein Hund das können muss? Gerade Border Collies müssen ja unglaublich trainiert werden.
gefördert werden, denen solche Kommandos beizubringen, einfach damit der Kopf beschäftigt wird, gehe ich mit. Auch wenn das so dünne Sachen geht, wo ich mir denke, da gibt es bestimmt auch andere Beschäftigungsmöglichkeiten. Aber bei mir musste weder der Beagle noch die Zuckermaus je ein dünnes Hund sein. Wenn ich mit ihr Spaß habe, dann eben, weil ich mit ihr im Spielen bin. Und nicht, weil ich ihr beibringe, hoho, sie kann ein toter Hund spielen. Nein, das heißt, sie würde maximal mit im Video sitzen und das kommt dann doch hier und da öfter mal vor und dann ist es nichts mehr Besonderes. Mein zweiter Gedanke war, dass ich euch einfach mal total unprofessionell mit Handykamera meine Spielesammlung zeige. Das wäre sowas, wo ich ein bisschen schmerzfrei wäre, das kann ich machen. Wenn ihr Ideen habt für ein Special, haut gerne raus. Solange es nicht zu sehr in meine Privatsphäre reingeht, gehe ich da auch mit. So, also so ein Fragen-Antwort-Ding werde ich vermutlich eher nicht machen oder kommt eben auf die Fragen eben an. Aber wenn ich das anbiete, wird es definitiv Fragen geben, die ich nicht beantworten möchte. Das heißt, ich wäre euch dankbar, wenn ihr sowas nicht vorschlagt, weil meine Privatsphäre ist mir schon wichtig. Wenn ich euch mal in den Let's Plays oder so etwas von meinem Privatleben erzähle, ist das meine freie Entscheidung. Aber wenn ich euch sage, yo, ihr dürft mir Fragen stellen, dann klar steht es mir auch zu sagen, diese Fragen beantworte ich nicht. Aber ich möchte mich eigentlich gar nicht damit befassen müssen, was ich euch zwangsläufig erzähle und was nicht. Es gibt einfach so No-Go-Themen, die ich niemals erwähnen werde, weil es meine Privatsphäre ist. Das ist einfach so. Ansonsten, wie gesagt, gerne mal Vorschläge machen für ein Special. Auch so Room-Tours werde ich auch nicht machen. Das ist auch meine Privatsphäre, meine Wohnung. Ihr seht meinen Hintergrund hier. Und das ist alles, was ihr von mir und meinem Hintergrund und meiner Wohnung zu sehen bekommen werdet. Außer meine Spielesammlung vielleicht noch. Ich weiß, das grenzt es sehr ein. Dem bin ich mir bewusst, aber deswegen tue ich mich damit auch so schwer. Macht mir da gerne Vorschläge, wenn ihr was habt. Und ansonsten, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt bei meinem doch sehr lang gewordenen Infovideo. Aber es waren auch drei sehr große Themen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und haut rein, ihr Lieben.